Hallo, liebe Golffreunde, Brunnenbauinteressierten. Jetzt kurz vorm Wochenende gehe ich euch letztes Mal hier auf den Keks und dann gebe ich auch wieder ein paar Tage Ruhe. Ich möchte einfach nur noch ein paar gute Nachrichten verkünden. Und Jens hat gesagt, es ist immer schön, wenn man das nicht nur in Ton macht, sondern auch in Bild. Also mittlerweile komme ich mir vor wie so ein Schauspieler. Dann mache ich das in Ton und Bild. Ich war jetzt gerade noch auf dem Golfplatz, fahre gerade los. Die Brunnenbaufirma ist am Zusammenpacken. Wir haben einen Brunnen, der Wasser gibt. Die haben gestern Abend aufgrund der Zeit abgebrochen und haben mit dem Klarspülen heute weitergemacht. Haben jetzt ihre Sachen zusammengepackt und ich möchte einen Zwischenstand geben. Wir haben einen Brunnen. Dieser Brunnen fördert Wasser. Und jegliche weitere Arbeiten, die an dem Brunnen, Brunnenkopf, Pumpe und so weiter stattfinden, macht wie die alte Brunnenbaufirma, Firma Hinrichs. Mit der Frau Hinrichs habe ich vorhin telefoniert. Der Brunnen muss jetzt noch liebevoll in mehreren Stufen weiter klargespült und angespült werden, damit dieser 8 Meter oder 9 Meter lange Filter, der da unten in 50, 60 Meter Tiefe eingebaut ist, dauerhaft lange funktioniert. Da darf man nicht am Anfang zu viel machen. Da könnte es sein, dass sich da diese Schlitze zusetzen, weil zu schnell die falsche Körnung sich da drin verkeilt. Das wird alles in einem gewissen Arbeitsabfolge gemacht und das passiert. Da gibt es keinen fixen Termin, aber es muss zeitnah passieren, damit sich die ausschlemmbaren Teilchen, die da überall jetzt noch in dieser 50 Meter Wassersäule drin sind, nicht erst unten wieder ablagern und alles zusetzen. Also, alles ist positiv. Wir haben einen Brunnen. Dieser Brunnen muss jetzt noch liebevoll ein bisschen in Gang gesetzt werden. Und jegliche weitere Arbeiten auf dem Golfplatz, die machen wir in Eigenleistung. Ich hatte das ja schon mal, ich glaube im Herbst, ich weiß nicht mehr genau wann. Sven Röpke hat über einen seiner Lieferanten einen super, super Angebot bekommen für Bauteile. Wir bauen neben den Teich in dieses Walddreieck bauen wir noch einen Ausgleichbehälter aus Betonringen, ungefähr 4 Meter tief, und das wird mit dem Teich verbunden. Und dann läuft aus dem Teich über ein Rohr ausgeglichene Verhältnisse in diesen Nebenschacht, nenne ich ihn mal, das Wasser. Und von dort aus wird mittels einer Saugpumpe das Wasser für die Beregnungsanlage rausgesaugt und in die Beregnung gedrückt. Und der Brunnen, den wir gebaut haben, da wird jetzt von der Stelle, wo der Brunnen entstanden ist, bis zum Teich ein Graben verlegt und in den Graben mittels Rohr wird dann der Teich über den Brunnen befüllt und die Beregnungsanlage, der Golfplatz selber, wird dann über Teichwasser beregnet. Das findet alles innerhalb, da gibt es noch keine genauen Termine, da müssen wir uns auch ein bisschen nach Sven richten und seiner Baufirma, wann die das zeitlich können mit ihrer Technik und so weiter. Das findet alles innerhalb der nächsten 2 Monate statt, so dass wir zu Saisonbeginn, ich sag mal allerspätestens Mitte, Ende Mai, da voll funktionsfähig sind. Wenn es da irgendwelche Leute von euch gibt, die noch ein bisschen helfen wollen, weil es ja nur doch etwas kostspieliger geworden, zumal das, was wir jetzt noch machen, auch noch ein bisschen Geld kostet. Falls da dann die Baumaßnahmen stattfinden, ist immer eine helfende Hand vonnöten. Wer da Zeit und Lust hat, sich einzubringen, Graben wieder zuschippen, Wiese ansehen und. Das sind lauter Arbeiten, die dann zusätzlich noch anstehen. Wir müssen ja von dem Pumpenschacht, den wir neben den Teich bauen, müssen wir einen Graben über die 8 fräsen, um an den Anschlusspunkt vor dem grünen 8 links, sind doch verschiedene Deckel, und dort gehen wir dann mit der Zuführung der Wasserpumpe, der Beregnungspumpe, dort schließen wir dann an unser System an. Das heißt, wir kreuzen einmal die Spielbahn 8 und wir kreuzen ein kleines bisschen auch die Spielbahn 7. Und da gibt es dann eben anschließend wieder noch ein paar kleine Pflegearbeiten. Da ist dann jede helfende Hand gerne gesehen. Wer Lust und Zeit hat, wenn es dann soweit ist, meldet sich bei mir bitte, damit ich das mit den Greenkeepern und den anderen Jungs abstimmen kann, wann wir welche Arbeit machen. Ich bin wirklich wie so ein kleines Kind, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Wir haben endlich wieder Wasser. Fällt mir ein riesen Stein vom Herzen, von der Seele, von wo auch immer runter. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Ja, gut. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss, macht's gut.